Ruhiger Handel am Dienstagvormittag auf dem Börsenparkett. Der DAX tritt mehr oder weniger auf der Stelle. 9.661, der Stand nach gut einer Stunde Börsenhandel, ein Minus von ganzen 8 Zählern. Frische Impulse sind heute bislang noch Mangelware, sowohl was die Konjunktur als auch die Unternehmensdatenseite betrifft. Wir haben heute die Erzeugerpreise gesehen, die leicht schwächer ausgefallen sind. Ein Rückgang im April gegenüber dem Vorjahr von 0,1%. Eigentlich hatte man ein sogenanntes Nullsummenspiel erwartet. Das gab es auch, wenn man die Energiekomponente herausgerechnet hat. Die Zahlen letztendlich haben für wenig Bewegung auf dem Parkett gesorgt. Es gibt einige Gewinner, einige Verlierer, die sich heute gegenüberstehen. Das Ganze aber ohne nennenswerte Nachrichten. Zu den Gewinnern zählen die Verlierer des gestrigen Handelstages, nämlich die Banken. Die Deutsche Bank, die gestern mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro die Märkte überrascht hat, und die Commerzbank, die im Sog dessen ebenfalls deutlich nachgegeben hatte, weil sich der ein oder andere gefragt hat, inwieweit bei der Commerzbank vielleicht auch eine Kapitalerhöhung anstehen könnte. Heute beide Werte im Plus, die Deutsche Bank mit einem leichten Aufschlag von 0,4% und auch bei der Commerzbank aktuell ein Plus von 0,5%. Der Euro tritt etwas den Rückwärtsgang ein, ist unter der Marke von 1,37 zu finden. Die Notenbanken werden hier in den nächsten Tagen sicherlich die Marschrichtung vorgeben, sprich das FED-Protokoll morgen Abend und dann die Frage, wie geht es weiter hier in Europa, wie wird sich die EZB entscheiden, gibt es eine Leitzinssenkung oder andere geldpolitische Maßnahmen, um der Politik und auch den Euro-Krisenstaaten unter die Arme zu greifen. Das Deflationsgespenst ist ja nach wie vor ein Thema auf dem Parkett. Was die Anleger in Stuttgart betrifft, der Sentiment-Index ist aktuell wieder leicht im Minus zu finden. Also die Anleger erwarten offensichtlich, dass der DAX eher den Rückwärtsgang einlegt, als dass er jetzt wirklich in Richtung von 10.000 Punkten marschieren kann. Ansonsten noch interessant der Blick Richtung Thailand. Die Börse hat erstmals auf die Unruhen zwischen Anhängern und Gegnern der thailändischen Regierung reagiert. Es geht aktuell gut 1% nach unten in Bangkok. Auch Bewegung am Devisenmarkt. Der thailändische Baht hat verloren, beispielsweise gegenüber dem Dollar. Die Anleger in Stuttgart zeigen sich aber relativ unbeeindruckt. Man ist nach wie vor investiert in Fonds, die allerdings nicht nur Thailand, sondern eigentlich den ganzen asiatischen Raum abdecken. Also die Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der positiven Börsenentwicklung. Schließlich ging es seit Jahresanfang in Bangkok um rund 7% nach oben.